Kindercam ist eine 2/3 Zoll Single-Chip CCD-Kamera mit True Global Shutter. Die Kamera besteht aus einer Basiseinheit und einem Kamerakopf. Es besteht die Möglichkeit, einen zweiten Kopf anzuschließen für Zweikanal- oder pixelsynchrone 3D-Aufnahmen. Die Kamera verfügt über einen Dynamikbereich von 13 Blenden und gibt über ein 422-10-Bit-Signal bis zu 60 Bilder progressiv aus. Momentan gibt es die Möglichkeit, die Kamera über B4-Mount oder C-Mount mit Objektiven zu bestücken. Über die Basiseinheit werden sämtliche Einstellungen vorgenommen. Für die Kamera können abgespeichert werden, auch in verschiedenen User-Programmen. Das Signal wird in HDSDI ausgegeben und kann somit direkt an einen externen Rekorder angeschlossen werden. Bei dem Einsatz von zwei Kameraköpfen für den 3D-Betrieb wird auch nur eine Basiseinheit benötigt. Beide Kameras werden hier angeschlossen und werden in einem Prozess verarbeitet, dass eben beide Einheiten absolut pixelsynchron ein Signal ausgeben. Es ist möglich, eine Verbindung herzustellen von bis zu 180 Metern über ein Koaxpresskabel. Im Übrigen wird über dieses Koaxpresskabel auch die Stromversorgung zu den Kameraköpfen hergestellt. Die Stromversorgung der Kamera wird über einen V-Mount möglich sein oder über ein externes Netzteil. Hier sehen wir die Sinacam als 3D-Aufbau mit C-Mount-Objektiven. Die Kamera wird als Side-by-Side-Variante für 3D eingesetzt oder kann auch über ein Spiegelrig benutzt werden. Die Kamera befindet sich momentan in der Serienproduktion und wird ab Ende November lieferbar sein. Der Preis für die Einkanal-Version, sprich mit einem Kamerakopf, kostet ca. 17.000 Euro. Und als 3D-Variante oder Zweikanal-Variante mit zwei Köpfen und der Basiseinheit wird der Preis bei 23.500 Euro liegen.